problema que no habían planeado. King County. Hallo und herzlich willkommen zu Sonar. Sonar ist eine Talkshow im deutschen Piratenfernsehen. Ein kleiner runder Talk, in dem wir uns hoffentlich nicht in die Haare fallen, sondern kontrovers einem Thema nähern, das heute ist das Urheberrecht. Dementsprechend trägt diese Sendung auch den Titel Alles bloß kopiert. Mein Name ist Volker Arndt, das ist meine verehrte Kollegin Christa Ritter und das sind unsere Gäste. Heute haben wir auf dieser Seite Gero Worsbrock und Holger Johannes Peschert. Gero Worsbrock ist der Leiter der Rechtsabteilung der Constantin Film, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja? Und Gero Worsbrock sagt, was sagst du? Ich habe es mir notiert. Was habe ich gesagt? Ich hab's mir notiert. Nicht, dass du etwas Falsches liest. Also. Ich sag gerne gleich noch. Wer gute Filme sehen will, kriegt das nicht für lau. Okay, kann man so stehen lassen. Können wir gleich drauf eingehen. Dann haben wir hier den Holger Johannes Tengert. Ja. Du bist ein Komponist, Musikproduzent, unter anderem auch Unternehmensberater. Und du sagst, ihr klaut mir nicht die Butter vom Brot. Das kann man so sagen, klar. Andererseits, man muss sich ein bisschen anstrengen heutzutage. Sehr gut. Auf unserer anderen Seite, auf der Piratenseite, haben wir den Alex Bock. Alex Bock ist ein Kandidat für den Deutschen Bundestag und steht auf der zweiten Position der Landesliste für Bayern. Und deshalb werden wir von ihm auch noch in Zukunft mehr erfahren. Alex sagt, Schluss mit dem Abmahnwahn. Okay. Dann haben wir hier Boris Turowski. Boris ist auch ein langjähriges Mitglied der Piratenpartei. Und Boris sagt, das ist toll, pass auf. Kopieren ist nicht das gleiche wie stehlen. Tiefsinnig. Und dann können wir auch schon gleich einsteigen in die Diskussion. Wir wollen uns duzen, Gero. Du vertrittst viele Filmemacher im Filmbusiness. Und was hältst du davon, dass Leute heutzutage Filme kostenlos, sprich legal herunterladen? Was kann man dazu sagen? Naja, es ist ein riesiges Problem. Das ist nicht nur ein Problem für meine Branche, die Filmbranche, sondern es ist ein riesiges Problem für alle Kreativbranchen. Es hat ja angefangen mit der Musik, die hat dieses Problem ja schon seit 15 Jahren. Und entsprechend deformiert ist die Musikbranche auch inzwischen. Und die anderen Kreativbranchen, die ahnen, was kommt. Weil es gibt alles im Netz, alles illegal umsonst im Netz. Nicht nur Filme und Musik, sondern alle Bücher. Jedes Buch, was es als E-Book gibt, gibt es illegal ganz leicht mit zwei Mausklicks auch zu erreichen. Kann man sich auch illegal herunterladen und kostenlos herunterladen. Es gibt praktisch jede Software. Es gibt bis hin zu Zeitschriften und Zeitungen. Es gibt den Spiegel. Den gibt es Samstag um 22.30 Uhr legal für 4 Euro im Netz runterzuladen. Und 10 Minuten später gibt es ihn auch illegal runterzuladen für 0 Euro. Und zwar exakt identisch. Genau die gleiche Qualität. Aber Gero, da ist doch in der Musikbranche Folgendes passiert. Die haben oft also ihre erste CD runtergeladen. Also vielmehr nicht runtergeladen, sondern ins Netz gestellt und sie wurde runtergeladen und daraufhin ist die CD umso besser verkauft worden. Das heißt, das Runterladen vom Netz, das kann sogar den Kinobesuch befördern. Das hat jedenfalls schon auch den Verkauf von CDs gefördert und das hat sich dann nur etwas verändert, dass die mehr über Konzerte und so weiter, die Musiker dann... Ja, das wäre aber schön, vielleicht hacken wir da nochmal kurz ein, weil die Piratenpartei hat ja auch eine Position dazu. Wollen die Piraten alles kostenlos herunterladen? Wofür stehen die Piraten?
dafür stehen wir nicht. Wir sind nicht dafür, dass alles kostenlos zur Verfügung steht. Aber Gero hat jetzt gesagt, das wäre ein großes Problem, was du da beschrieben hast. Und es ist ja immer so, etwas, das die einen als Problem sehen andere als Gelegenheit. Und nicht alle haben ein Problem damit, mit dem, was sich ereignet hat. Es gibt auch jede Menge Leute, die erkannt haben, wie man unter den neuen Umständen doch noch Geld verdient und daraus Profit schlagen, dass es die Alten eben nicht schaffen. Wenn wir da beispielsweise bei Videospielen. Videospiele sind auch ein Medium, das häufig kopiert wurde. Und da gibt es Anbieter wie beispielsweise GOG oder Steam, die sicher nicht ohne Kritik sind, aber die einen Weg gefunden haben, wirklich viel Geld zu machen in einer Zeit, in der man Videospiele auch so kriegen könnte. Und die können das und ihr könntet das auch. Mhm. Haben wir denn hier auch eine veränderte Ausgangssituation, was die Entwicklung der Kommunikationsmedien Internet mit sich bringt? Ist es eine neue Ausgangssituation, auf die sich Verwerter, Produzenten einstellen müssen? In den Raum gestellt. Wie seht ihr das? Ja. Darf ich jetzt nicht? Sollen das die anderen? Du darfst gerne. Ja, es wäre schön, wenn das so wäre, dass der Werbeeffekt überwiegen würde. Dass man, wenn man sich etwas illegal runterlädt, dann da drauf kommt und sich dann legal etwas kauft oder so. Solche Effekte mag es auch da und dort geben. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich nicht so. Die Musikbranche hat sich halbiert. Der Umsatz mit Tonträgern, wozu auch die legalen Downloads dazu zählen, hat sich in den vergangenen 12 Jahren halbiert. Die Branche ist am Sterben. Ja, also das sind halt immer Aussagen, die gerne in den Raum gestellt werden. Dabei wird meistens ein Teil des Bildes außer Acht gelassen, weswegen dann auch formell korrekte Aussagen zustande kommen, die aber die tatsächliche Situation nicht widerspiegeln. Gerade in der Musikbranche, da hat es einen Rückgang gegeben, das war halbiert nicht, aber das hat tatsächlich bei den Tonträgern einen starken Rückgang gegeben. Was dabei außer Acht gelassen wird, sind allerdings die Einnahmen aus vor allem Konzertbesuchen und auch anderen Einnahmequellen, wie zum Beispiel Merchandising. Das gibt auch einen ziemlich einfachen Grund, warum das gerade in den Untersuchungen von der Medienindustrie außer Acht gelassen wird, weil an einer CD verdienen eigentlich alle, bis auf den Musiker, bis auf die Band, also die kriegen da wirklich sehr wenig davon ab, von einem Konzertauftritt oder von einem Merchandising-Vertrag, da verdienen jetzt wiederum die Plattenlabels nicht so viel, sondern das landet vor allem bei dem Interpreten beziehungsweise bei den Urhebern. Wenn man das Gesamtbild anschaut, hat sich in der in den Kreativbranchen, ob man jetzt Musik anschaut, ob man Film anschaut, wenn man alles zusammenzählt, da gibt es über die letzten Jahre hinweg Schwankungen, aber es gibt diesen Absturz oder Abwärtstrend, den man immer heraufbeschwört, der ist so deutlich nicht zu erkennen. Und was auch noch dazu kommt, weil es tatsächlich so ist, dass sehr viele Kulturschaffende, jetzt gerade bei Musik, sich einfach darüber beklagen, dass sie weniger Geld verdienen. Das ist aber nicht nur eine Folge davon, dass sich der gesamte Kuchen, dass der kleiner wird, das wird er nicht in dem Maße. Allerdings, wenn man sich die Anzahl an Bands, an Musikern, an Komponisten anschaut, die einfach wegen der deutlich fortgeschrittenen Technik einen einfacheren Zugang dazu haben, die können jetzt mehr oder weniger im eigenen Wohnzimmer ein Album produzieren, die können über einen Heimcomputer das Album tausendfach ins Internet rausjagen. Und wenn man sich die Entwicklung der Zahlen, wie viele neue Alben, wie viele neue Lieder werden Jahr für Jahr produziert, diese Zahl steigt. Damit steigt natürlich auch die Anzahl der Künstler und bei einem in etwa gleichbleibenden Kuchen führt das eben dazu, dass jeder tatsächlich davon wenig abbekommt. Das ist aber nicht ein Problem des Urheberrechts, sondern ein, manche nennen es Problem, wir sehen es wirklich als Chance, einer Entwicklung, dass einfach der Zugang zu Kultur und auch die Möglichkeit der Kulturschaffung deutlich erleichtert werden. Da habe ich jetzt mindestens 3 Punkte rausgehört. Ja. Jetzt interessiert mich aber auch hier die Position vom Holger, weil Holger ist Produzent. Kannst du da aus deiner Erfahrung sprechen, wie schaut das bei dir aus? Ach doch, schon seit langer Zeit haben wir darüber gesprochen. Es gibt ganz viele neue Verwertungsmöglichkeiten, es gibt Gelegenheiten. Gelegenheit macht Diebe. Nach wie vor geht es natürlich um geistiges Eigentum. Ja. Musik schaffen, Werke schaffen ist Eigentum per se, das ist ganz klar.
Und ich sage mal, alles andere ist erstmal Diebstahl. Ja? Aber ich sage mal, derjenige, der ein Werk schafft, das ist oft sehr, sehr einfach. Das kann so passieren, dass ich ein Werk schaffe, wenn ich drei Akkorde hintereinander reihe, habe ich ein Werk geschaffen und es gehört mir. Es kann aber auch sehr komplexe Formeln sein. Es kann sein, dass man einen halben Nachmittag drüber sitzt, also wochenlang im Studio sitzt, um Sachen auszuproduzieren. Ich bin heute Nachmittag, war ich im Studio bei dem schönen Tag. Könnte ich mir natürlich sparen, wenn es allen gehört. Dann würde ich sagen, ja, dann sollen halt alle komponieren und irgendwie pfeifen oder sonst was. War halt mein Job, heute Nachmittag diesen Song zu komponieren. Das war eine Auftragsmusik für einen Kunden von mir. Und dafür opfere ich mein Wochenende. Ja. Aber diese Auftragsproduktion, damit gibst du ja deine Rechte im Grunde ab. Teils, teils. Ich kann mein Urheberrecht natürlich nicht abgeben. Nein, aber die Verwertungsrechte. Recht. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Erstmal finde ich es toll, dass sich die Piratenpartei um die Urheber kümmert. Ja? Also eigentlich sollte es ja die GEMA machen. Sage ich mal so. Aber da kommen vielleicht Kenner noch dazu. Die GEMA haben wir angefragt, die ist heute nicht hier. Ach, ja, heute ist ja auch Samstag. und noch Fußball. Ich glaube nämlich, dass wir, ich sag mal, de jure recht gut ausgestattet sind in Deutschland und recht gute Gesetzesgrundlagen haben, meiner Meinung nach, dass sie auch einigermaßen gut gehandhabt werden und dass wir gar nicht große Novellen brauchen. Vielleicht mal bei der GEMA-Vermutung möglicherweise, dass man da ein bisschen schrauben müsste. Aber de facto schaut es natürlich anders aus. Ja. Aber was also ich habe da, ich habe da also so was Merkwürdiges gelesen, dass zum Beispiel Kindergärtnerinnen, wenn sie ein Kinderlied mit ihren Kindern singen wollen, dass sie da die GEMA, dass der GEMA melden müssen und so. Ja, da geht es um die 56 Euro ja wirklich, Abgabe für die Notenkopien. Ja. Ich sage jetzt aber erstmal grundsätzlich, wer gute Werke möchte. Klar, die Zahl der Künstler hat sich absolut vervielfacht, vertausendfacht. Jeder macht zu Hause an seinem Computer, sammelt ein bisschen. Aber wir sind jetzt im Hobbybereich dadurch angelangt, ja, dass eigentlich, ich sage mal, dass der kellnernde Komponist grundsätzlich mal dieses Schlagwort, dass halt jeder so la pour la macht. Ist das was Schlechtes? Zu Hause. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn die Leute, ich finde es besser, wenn sie Musik machen, als dass sie auf der Straße irgendwie sich rumtreiben oder sonst irgendwie shopping gehen. Ich finde es toll, Musik oder sonstige Werke schaffen, Filme schreiben, Drehbücher schreiben, wie du, Christa, sich künstlerisch betätigen, finde ich gut. Man muss natürlich nur schauen, wo kommt am Ende des Monats natürlich die Miete her. Meine Meinung ist, je stärker das Urheberrecht ist, besser gesagt, je stärker das durchsetzbar ist, umso höher kann die Qualität des Werkes auch sein, ja? Weil man einfach mehr Spaß hat. Ohne Moos nichts los. Hm. Es ist ja eine Position der Piraten, dass die Piraten die Privatkopie legalisieren wollen. Das heißt, dass man nicht ständig abgemahnt, abbestraft wird, dadurch, dass man die für private Zwecke... De facto ja schon legalisiert. Also wir haben ja im Urheberrecht diese 7-mal Kopien zu Hause. Und im Prinzip ist hier schon jemand öffentlicher Marienplatz ausgepeitscht worden, weil er irgendwie einen Film runtergeladen hat. Es wird ja eh, ich sag mal, sehr liberal gehandhabt. Was sagt da die Seite dazu? Im Privatbereich. Oder soll ich? eigentlich ist diese Privatkopie noch nicht legalisiert, denn schließlich und endlich ist es immer noch eine Privatkopie. Wenn ich, ob ich Boris jetzt etwas in die Hand drücke oder ob ich es ihm übers Internet schicke, wäre es nach wie vor eine Privatkopie. Wenn ich es hier per Hand mache, merkt es keiner, kann mir keiner was. Wenn ich es übers Internet tue, habe ich bald Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten hat die Medienbranche immer mehr dazu angetrieben, unsere Politiker dazu zu drängen, neue Gesetze zu erlassen, die genau das schwierig machen. Also unsere Kommunikation darauf abzuklopfen, ob wir jetzt etwas miteinander teilen, was wir nicht tun sollten. Denn wer zählt schon mit? Bis 7 Kopien darf ich und dann muss es weitergehen. Also jemand muss kontrollieren. Und uns Piraten ist das ein Dorn im Auge, dass es jemand gibt, der unsere Kommunikation kontrollieren soll, nur damit jemand anders sein Geld bekommt. Da darf ich doch mal kurz einhaken. Natürlich. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Die Privatkopie wird de facto natürlich überhaupt nicht verfolgt. Und wenn ich... Stimmt nicht. Gerade die neue Konstantin hat meine Freundin über Rechtsanwälte wirklich so. Darf das ich noch ist kurz natürlich ein Jahr her. Aber wenn ich sozusagen persönlich jemandem was weitergebe über Dropbox oder auch übers Internet oder gar in physischer Form, das interessiert, das ist nicht verfolgbar und das verfolgt auch niemand. Das ist noch nie verfolgt worden. Das ist ein reiner, was ist mit File-Sharing? Ein reiner Fetischbegriff, diese Privatkopie. Was ist mit File-Sharing? Wenn ich diese 7 Personen, ist noch nie jemand bestraft worden, weil er der 8. oder der 9. Person auch eine Privatkopie ist. Das ist einfach nicht wahr. Das ist 0,0 das Problem. Aber du davon liest du ständig in der Zeitung und ich kenne die Fälle. Du meinst etwas anderes.
Nein, File-Sharing, File-Sharing ist was in unseren du meinst, Augen ist File-Sharing. Ja. Richtig, das ist in unseren okay, Augen genauso. Das kann man Privatkopie nennen und da geht jetzt eine große ideologische Debatte los. Aber das ist ja Politik. Da geht jetzt eine große ideologische Debatte los. Es ist natürlich so, das wird dann verglichen mit den Kassetten früher, die man aufgenommen hat oder sowas. Das ist natürlich was völlig anderes. Es ist ein völlig anderer Vorgang. Es hat auch eine völlig andere Wirkung. Das ist wirklich ein Unterschied wie zwischen einem Luftgewehr und einem Maschinengewehr. Aber ist das nicht in der menschlichen Natur? Ich tausche ja auch nicht. Ich trete ja mit niemandem in Kontakt. De facto lade ich das aus dem Computer herunter und zwar völlig anonym. Das ist was anderes, als wenn ich auf den Marktplatz gehe oder in meine Schule gehe und jemandem eine Platte bringe und die dann auf Kassette überspiele. Also teilweise haben ja Menschen heutzutage hunderte, tausende sogenannte Freunde auf Facebook, mit denen sie auch irgendwie in Kontakt treten. Ja, und die, aber hier geht es ja nicht mal um Tauschen mit Facebook-Freunden, sondern mit ja, aber das ist, letztendlich nichts anderes. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, das sind keine echten Freunde, das ist kein echter Privatbereich, aber letztendlich ist das das Festhaken an einem quantitativen Merkmal, weil du sagst, okay, die achte oder die neunte Kopie ist nicht das Problem, okay, dann sind wir bei falsch Sharing bei der 50., bei der 100., bei der 200. Kopie. Wenn man das nicht prinzipiell ansieht, dass es eben nicht an der Anzahl der Kopien liegt, sondern dass grundsätzlich ein Tauschen, ein Teilen ohne kommerzielle Absicht, weil das ist ja eine sehr wichtige Schranke, die wir auch die Unterscheidung immer in unseren Programmtexten treffen. Wenn sich jemand mit der Verbreitung, Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken darauf ein Geschäftsmodell aufbaut, dann muss er auch vom Urheber entsprechende Genehmigungen dafür haben. Und wenn er sich nicht dran hält, wenn er das Geschäft macht, ohne den Urheber zu beteiligen, dann ist er auch nach unseren Vorstellungen genauso strafbar. Da bin ich dir sehr dankbar, wenn ich da gleich einhaken darf. Weil die File-Sharing-Diskussion, die ist im Grunde schon fast überflüssig, weil das File-Sharing total auf dem absteigenden Ast ist. Mhm. Weil es schon fast nicht mehr gibt. Durch die Piraten? Nein, nicht durch die Piraten. Diesmal haben die Piraten keine Schuld. Es gibt etwas, in Anführungszeichen, Besseres als das File-Sharing. Und das sind diese Seiten wie Kino.to, wie Mega Upload und ungefähr 100 andere Seiten, wo man eben alles herunterladen kann. Wie steht ihr dazu? Moment, Sekunde. Wir waren ja schon, Entschuldigung. Wir sind uns ja einig, dass das verurteilt wird. Auch die Piraten verurteilen Geschäftemacherei à la Kino.to und Mega Upload. Da sind wir uns ja einig. Das heißt, diese ideologiebefrachtete Diskussion ums File-Sharing, die kann man sich weitgehend sparen, weil das sind weniger als 20% des Problems stark rückläufig. Mehr als 80% des Problems sind diese Seiten nach dem, es gibt auch da verschiedene Varianten, aber nach dem Modell Kino.to oder Mega Upload, wo ich eben alles bekomme. Und das richtet einen riesigen Schaden an. Und dieses, es wäre schön, wenn es nicht so wäre. Man kann es sich natürlich so zurecht. Warum gibt es dieses Angebot? Da muss ich jetzt gleich reinspringen. Mhm. Diese Frage werde ich nicht jetzt beantworten, weil die ist was anderes. Aber danach gleich. Und zwar, der Grund, warum man was File-Sharing rückläufig ist und diese Seiten starten, ist eben, weil man File-Sharing verfolgt hat und die Leute gemerkt haben, ich will keinen Stress, ich gehe mir auf diese kriminellen Seiten. Mit anderen Worten, man hat hier wieder kriminellen Strukturen Vorschub geleistet, indem man gemacht hat, was man getan hat. Ich muss das der Punkt ist, so cool ist der Aufbau. Das ist ein bisschen zynisch, man konnte ja nichts anderes tun. Wir hatten uns ja gerade vorher unterhalten über technische Sachen. Genau das ist das Problem. Denn die nächste Stufe der File-Sharing ist, dass wir eben nicht mehr mit jedem uns unmittelbar verbinden, sondern über unsere Freunde gehen. Weil die Rechner schnell genug sind, die Bandbreite groß genug. Das heißt, ich gebe nicht dir direkt zum Beispiel, was auch immer du willst, sondern ich kenne Boris und Boris kennt dich und ich vertraue Boris, aber ich kenne dich nicht, deswegen vertraue ich dir nicht. Und das Computersystem wird einfach die Verbindung über Boris machen und File-Sharing läuft dann nur noch über Freunde. Und das Ganze, was dazu geführt hat, dass Kino.to und so weiter gelaufen sind, ist wieder weg. Mhm. File-Sharing läuft wieder weiter. Mhm. Und dagegen können wir nicht vorgehen, es sei denn, du willst uns beide kontrollieren. Ist auch ein viel kleineres Problem. Das große, das gewaltige Problem, das gigantische Problem, über das man reden müsste und wo es wirklich keinerlei Lösung dafür gibt, das sind diese Seiten à la Kino.to und Mega Upload, wo man alles bekommt. Und die Leute kaufen deswegen auch keine Musik mehr. Ich meine, ich kenne wirklich, ich habe mich mit vielen auch unterhalten, 20-Jährigen, 16-Jährigen, die sagen, wieso, ich habe in meinem Leben noch nie Musik gekauft und ich werde in meinem Leben auch nie Musik kaufen, muss ich doch nicht. Wieso denn? Und übrigens, interessanterweise ist es so, dass nur ein ganz kleiner Teil dieser 16 oder 20 oder 22-Jährigen dann eine ideologische Diskussion anfängt und sagt, das ist doch meine Freiheit, das wäre doch Zensur, wenn man mich daran hindern würde. Die meisten sehen das ganz banal. Ich mache es halt, weil ich es kann.
das richtig ist, es ist halt bequem und ich kann es machen und wenn ich daran gehindert würde, würde ich es halt nicht mehr machen. Das ist ganz natürlich und ganz menschlich. Ich habe auch da überhaupt nichts dagegen. So ist es. Das ist die Realität. Ich wollte noch einen Satz dazu sagen, einen kleinen Satz, dann gebe ich auch wieder auf. Entschuldige, wenn ich mich ein bisschen vordränge. Dass das keine schlimmen Folgen hat, dass die Leute dann eben ins Konzert gehen und so weiter. Das ist reines Wunschdenken. Es ist nicht wahr. Die Musikbranche ist halbiert, und zwar nach Tonträgerumsätzen, wo die legalen Downloads schon eingeschlossen sind. Die Musikindustrie ist deformiert, weil sie unter dem Druck der Piraterie, so etwas wie Spotify, wissen glaube ich alle, was es ist, das gibt es nur, es ist lächerlich, was ist ja noch legal, zumindest. Ist legal, aber es gibt es nur, weil wir halt keinen Markt mehr haben, der zwischen Nachfrage und Angebot zustande kommt oder wo jemand sagt, ich brauche das und das, so und so viel Geld, um etwas herzustellen, dann muss ich es für so und so viel verkaufen, sondern weil die Musiker und die Künstler und die Musikbranche vor der Entscheidung steht, lassen wir es umsonst runterladen oder kriegen wir wenigstens ein paar Krümelchen davon. Kann es ein Holger das bestätigen? Ist ein deformierter Markt. Aus eigener Erfahrung? Kein Markt ist statisch. Andererseits muss ich sagen, Eigentum schafft Märkte. Es wird keinen Markt geben auf der Welt. Es gab noch nie einen ohne Eigentum. Ja? Sonst haben wir hier, ich sage mal, so eine virtuelle DDR vielleicht, wenn es keine Eigentumsrechte mehr gibt. Ich habe fast gerade ein Déjà-vu gehabt. Vor 20 Jahren habe ich eine Diskussion gehabt, eine ähnliche, am Institut für Urheberrecht und habe den ersten Sampler vorgestellt damals. Ja, das waren noch so Riesenkästen, wie so große Synthesizer. Ich habe gesagt, dieses Teil, da sind irgendwie so zwei, drei Instrumente rausgekommen, eine Gitarre und ein James Brown Sample. Ich sage, dieses Teil wird die Musikindustrie absolut revolutionieren. Ja, genauso wie es vielleicht der Synthesizer getan hat oder andere Instrumente. Und da waren drei Leute von der Ariola da, die haben sich totgelacht und gesagt, dieses Kastel wird die Musikindustrie revolutionieren. Es war letztendlich so, aber ich glaube, die Musikindustrie hat einfach auch unglaublich lang geschlafen. Die Filmindustrie nicht und der geht es ja auch noch relativ gut. Die Musikindustrie hat immer gedacht, eben der Markt ist statisch, wir sitzen wie die Made im Speck und auch die Musiker. Und auf einmal haben sie gemerkt, wenn sie auf ihre GEMA-Abrechnung geschaut haben, aus welchen Gründen auch immer, ist sehr wenig rübergekommen. Auf einmal mussten die wieder Rollstuhl-Konzerts, Proudly Presents, wieder auf die Bühne gehen und das hat uns eigentlich sehr schöne Dinge beschert. Ich glaube auch, dass der Musikmarkt insgesamt oder die Wertschöpfungsmöglichkeiten im Musikmarkt weitaus älter jetzt geworden sind. Die sind mit den Leuten mitgewachsen, die damals Musik gekauft haben. Die Jungen, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist der ganze Markt gealtert mittlerweile. Mhm. Ja? Ich möchte mal eine provokante These aufstellen oder eine Frage. Ist das Internet oder die Entwicklung des Internets, ist das eine Bedrohung für die Verwerter? Oder ist es eine kann es auch eine Chance für die Produzenten sein? Fluch und Segen zugleich. Natürlich will man auch virale Effekte, das sage ich durchaus. Von der Position, ich mache Auftragsproduktionen, ich muss nicht von der GEMA leben, Gott sei Dank. Durchaus hat man auch Sampling-Möglichkeiten, Streumöglichkeiten, virale Effekte im Internet. Klar, das hat jeder Künstler. Aber was sind das, diese viralen Effekte? Nein, es wird kopiert. Ja. Es wird verbreitet, ja. Es wird verbreitet. Also das ist einfach, Marketing verstärkt. Das ist im Marketing natürlich durchaus gewünscht, sage ich mal, in der Art von, man muss ja auch immer so ein bisschen was beigeben. Es ist nur die Frage, will ich den kleinen Finger oder will ich die ganze Hand? Ja? Verschenke ich meine Ware? Ja, das ist ähnlich wie, ich sage mal, jemand, wie soll ich es mal ausdrücken? Wir haben ja eine Kulturlandschaft, jemand, der ein Feld hat, ein großes Feld, Gladiolen, Sonnenblumen anbaut, ja? Wo man irgendwie 5 Euro reinschmeißen muss. Und dann kann man die Sonnenblumen mitnehmen. Ja. Ich klaue die immer. Dachte ich mir fast. Ich dachte, die Grünen haben immer diese Sonnenblumen drin. Aber der eine schneidet vielleicht eine ab, sagt, das bringe ich meiner Frau nach Hause. Schön. Es ist überhaupt kein Schaden für niemanden eigentlich entstanden. Ja. Früher waren es die Gänseblümchen, wie am Schulhof noch Kassetten kopiert worden sind. Heute ist es die Sonnenblume. Eine alleine ist okay, aber ich sage mal, eine schneidet vielleicht 20 ab, macht nebendran einen Stand und verkauft sie dann. Dann so bildlich gesprochen, dann ist es natürlich schwierig. Aber ich sage mal, wenn einer eine Sonnenblume abschneidet, das geht natürlich noch. Ja. Aber man muss einfach kreativer werden, nicht nur in der Schöpfung des Werks, sondern einfach auch in der Vermarktungskette. Das Internet bietet natürlich gigantische Chancen. Ja, ich meine, das Internet ist fantastisch. Wir lieben das Internet. Wir sind bestimmt so sehr im Internet und vom Internet begeistert, wie die Piraten auch, wenn man das mal so sagen darf.
dass wir auf allen Ebenen, also was da sich auch jetzt zur Bewerbung eines Films zum Beispiel daraus erzeugen lässt, Kommunikation auf allen Ebenen, wie sie die verbessert, das ist was Gutes. Kein Mensch will das Internet zurückdrehen. Ihr müsst ja auch Sample, ihr müsst auch Trailer rausgeben. Das wäre nicht nur unsinnig, das wäre auch lächerlich. Auch die kulturpessimistischen Stimmen, die es da und dort gibt, vom Herausgeber großer deutscher Tageszeitungen angefangen, dass das Internet die Aufmerksamkeitsspanne verkürzt und schieß mich tot, ja, es mag alles irgendwie sein und so weiter, aber das ist interessant. Okay, wir stellen fest, wir finden das Internet toll. Wir sind Fans des Internet. Jetzt meine Frage an die Chancen Gegenseite. Als Risiken, aber man muss das Risiko, es hat natürlich einen großen Nachteil, und das ist die völlig unkontrollierte, gesetzlose Piraterie, die ja möglich ist, die ja auch von den Piraten verurteilt wird. Soweit waren wir ja schon zu sagen, das wollen wir alle nicht. Wir wollen alle keinen Mega-Upload und keinen Kino-TO. Die Frage ist jetzt, aber dem Problem liegt doch vielleicht etwas zugrunde. Und das ist die Frage, wie hat das Internet unsere Vorstellung von geistigem Eigentum verändert? Hat es das? Ist es das Gleiche immer noch? Das ist ein Prozess, der ja noch längst nicht abgeschlossen ist. Aber gibt es sowas wie das geistige Eigentum? Bei uns in den Piraten ist das so eine Diskussion, ob wir dieses Thema anschneiden sollten. Gibt es geistiges Eigentum? Ja oder nein? Ist das wirklich wichtig zu der Diskussion? Oder ist das nur intellektuelles Geschwafel? Ich bin kein Anhänger der Idee des intellektuellen Eigentums, des geistigen Eigentums. Ich denke nicht, dass es existiert in der Sinn, sondern dass es ein philosophischer Überbau ist für eigentlich nur wirtschaftliche Rechte, die man sich halt sichern wollte. Also ich schöpfe aus vorhandenen Dingen und setze um. Ja, das ist nämlich genau der Punkt, den ich dabei, der wird viel zu selten erwähnt, finde ich, dass doch jedenfalls in meinen Augen die, die was Kreatives tun, die schöpfen, von den Ideen, die vor 100 Jahren gedacht worden sind, bis heute und überall wird also was auf deinem Sender gemacht. Man kann sehr, sehr lange darüber, sprechen, aber es bringt trotzdem nicht das Geld dahin, wo es halt hin soll oder nicht. Also kann man sich fragen, ob man darüber sprechen soll. Urheber ja absprechen, dass er Urheber ist. Wenn jemand ein Jahr lang ein Buch schreibt, weil er das aus verschiedenen Dingen zusammenträgt, natürlich schreibt er das nicht. Er hat trotzdem etwas geleistet. Er schreibt es ja, weil er viele andere Bücher gelesen hat. Das ist natürlich eine Leistung. Letzten Endes hat die Gesellschaft... Also der die Buchkunst erfunden hat. Ich dachte, nee, also wir fangen jetzt genau mit der Diskussion an, die wir eigentlich auch piratenintern mittlerweile versuchen zu vermeiden, weil wir können uns ziemlich lange in wirklich philosophischen Abschweifungen ergießen, ob das jetzt ein Eigentum ist im Sinne von Eigentum, welche Eigentumsbegründung es gibt. Da gibt es ja auch sowohl rechtstheoretisch als auch philosophisch einige unterschiedliche Eigentumsbegriffe, unterschiedliche Eigentumsbegründungen. Kann man alles genüsslich und auch, glaube ich, mit großem Interesse von allen Beteiligten diskutieren. Das bringt uns aber herzlich wenig weiter. Ich habe keine philosophische Eigentum nicht so sehen. Das ist ein bisschen schade. Das ist ja schon ein bisschen die Grundlage. Würde ich das am liebsten auch hier damit gut sein lassen. Die Frage ist dann aber, wovon lebt der Autor, wovon soll ein Film produziert werden, wie sollen Werke hergestellt werden? Der Autor lebt davon, dass er einen Vorschuss von seinem Verlag kriegt und der Verlag dann eben exklusiv dieses Buch vermarkten kann. Heute, ja. Ein Film lebt davon, ein deutscher Film kostet 5 Millionen, die zahlen wir, die Konstantin, wir zahlen die an, den Kameramann und den Drehbuchautor und die 150 Leute, die an dem Film mitarbeiten. Das haben wir dann bezahlt. Wir und Leute, die in den Film investiert haben. Das müssen nicht wieder nicht wir sein, sondern es können auch wieder externe Finanzquellen sein, die wir davon überzeugt haben. Die wollen alle ihr Geld zurückhaben. Gero, aber du gehst aus von dem alten Modell. Ich denke, wie bei der Musikindustrie, dass wir jetzt durch das Internet uns neue Modelle ausdenken müssen. Und man kann nicht immer aus der alten Situation heraus argumentieren. Vielleicht muss man Filme anders machen in Zukunft. Nicht mehr so kapitalintensiv und so weiter. Das weiß man nicht. Ja, vielleicht etwas weniger. Das ist jetzt nicht zielführend. Also auch wenn ein Film 4 Millionen kostet. Ich meine, gut, oder man macht ihn halt mit seiner Heimkamera zu Hause. Ja, das gibt es ja schon. Ja, also, ich meine, Konstantin hat es ja schon mal ganz gut gemacht. Dann gibt es aber keine Filmbranche mehr. Dann gibt es keine professionellen Kameramänner mehr, denen wir 100.000 Euro zahlen Doch, können. Doch, die Medien, die gehen ja nicht kaputt. Also es Nein, es ist ein gleicher Prozess. Aber in 10 Jahren, wenn es so weitergeht, sind sie kaputt. Ich sage mal, gerade die Filmindustrie hat ja gute Maßnahmen gefunden, fast mal. Sagen wir, Filme zu eventisieren. Ich sage mal, die Leute in die großen Megakinos zu holen, ja, in die Maxe dieser Welt und so weiter. Ja, 3D-Brillen aufzusetzen. Im Filmbereich äußert sich das Problem nicht so direkt, weil es auch andere Auswertungsstufen gibt, wie das Kino oder das Fernsehen. Aber dieser schleichende Abstieg,
der ist natürlich trotzdem da. Weil aber jetzt will ich doch ganz gerne mal den Boris hören. Genau, also ich will jetzt nicht den Weg runtergehen, dass wir sagen, okay, alles muss ohne Geld gemacht werden, weil das wäre wirklich utopisch und auch nicht wünschenswert. Es stimmt, ja, es wird auch wahrscheinlich in Zukunft so sein, ein Film wird eine Finanzierung brauchen. Worüber wir uns jetzt Gedanken machen müssen, ist, wie wird diese Finanzierung wieder eingeholt? Ein Stichwort ist schon gefallen, Kinos. Wenn man sich die Umsätze gerade von den Top-Filmen anschaut, die Umsätze in den Kinos, bevor überhaupt die Auswertung über Tonträger, über DVDs stattfindet, dann hat man da schon mal über die letzten Jahre hinweg einen Anstieg. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass zum Beispiel 3D-Produktionen reinkamen, die einfach bei denen die Kinokarten teurer waren. Aber trotzdem, wenn man es einfach uns jetzt die andere Hälfte anschaut, nicht uns auf die Tonträger, auf die DVDs fixieren, sondern auf die Kinobesuche fixieren, da gibt es einen Anstieg. Und überhaupt dieser Gedanke, dass die Hauptverwertungs- und die Hauptrefinanzierungsmöglichkeit in der Verbreitung von Tonträgern liegt, die ist ja nicht so alt, als das Kino erfunden wurde. Und übrigens schon damals gab es Unkenrufe, dass das Kino das Theater zerstört. Ja, das Theater ist immer noch da. Mit Radio ging das genau. Genau, als das Kino erfunden wurde, gab es keine DVDs. Da gab es nur die Kinos und trotzdem war das eine auch finanziell starke Branche, die auch ihre Refinanzierungskosten reingebracht hat. Ja. Dann kam die Fernseher, da hat es auch geheißen, ja, Fernseher zerstört das Kino. Hat es auch nicht gemacht. Nein, hat den Kuchen vergrößert. Es wurde ja aber auch bezahlt. Das ist der entscheidende Unterschied. Ich will jetzt nur, dass es keinen Kuchen mehr gibt. Fernsehen hat den Kuchen vergrößert, als es aufkam, und Video hat den Kuchen auch vergrößert, als es aufkam. Gerade wir in Deutschland wenn haben aber die Filme Erfahrung, dass wir für Internet Fernsehen nicht mehr bezahlt zahlen. Werden, wird der Kuchen natürlich kleiner. Und das ist so, natürlich kannst du sagen, im Kino werden die Filme immer gesehen werden. Das werden sie auch noch lange Zeit. Aber es gibt ja drei große Rechte oder drei große Auswertungsmöglichkeiten. Kino, Video und Fernsehen. Video ist ungefähr 50%, klassischerweise, jetzt schon nicht mehr. Wenn das wegfällt, fehlen 50%. Das heißt, dann kosten die Filme nur noch 2,5 Millionen und wir können nur noch die Hälfte der Gagen zahlen. Alex, wird der Kuchen größer, wird der Kuchen kleiner? Darauf gibt es eine ganz klare, objektivierbare Antwort. Natürlich wird er kleiner. Eine Frage in dem Fall. Wir sind ja uns alle einig, dass Mega-Upload und Kino.to, das ist Geschäftemacherei mit fremden Werken, muss unterbunden werden. Bloß meine Frage ist, wir verurteilen sie, weil sie damit Geld machen. Die Frage ist, warum muss es so sein, dass irgendwelche kriminellen Hintermänner aus irgendeinem anonymen Server Geld machen mit kostenlosen Inhalten? Das ist bei Kino.to, die sind vor allem werbefinanziert, bei Mega-Upload gibt es außerdem noch den Premium-Zugang. Warum zahlen denn die Leute an Mega-Upload für den Premium-Zugang, obwohl sie ja nach der Logik genauso gut ohne diesen Premium-Zugang das kostenlos haben könnten? Ja, weil ihnen der Premium-Zugang einen Mehrwert bietet. Und da ist die Frage, warum wird dieser Mehrwert von irgendwelchen Kim Schmitz oder von irgendwelchen Kino.to-Hinterleuten angeboten und nicht von den Filmproduzenten, die genauso wie es Mega-Upload mit Premium-Account tut, die könnten genauso einen Premium-Account für Streaming, fürs Download anbieten, die könnten genauso werbefinanzieren sein. Das ist verschlafen. Und nicht die ganze. Ja, das ist das. Ich bin sehr dankbar. Ach. Ist ja wunderbar. Ich meine, der ganz entscheidende Unterschied in der Kalkulation von Kim Schmitz und von einem legalen Service ist ja, Kim Schmitz muss keine Lizenzen zahlen an den ganzen Content, den er da verkloppt. Dann nehmen wir eine andere. Das ist doch der Riesenunterschied. Dann nehmen wir eine, die Lizenz zahlt. Das ist doch so, wie wenn ich im Kino bin und für den Film nicht bezahlen muss, den ich da zeige. Ich muss natürlich 50% meiner Einnahmen abgeben an den Kinoverleiher, also für den Film, für den Inhalt, den ich da vorführe. Wenn ich den nicht zahlen müsste, wenn ich einfach die Kopie nehmen könnte und zeigen könnte, dann hätte ich eine ganz andere Kalkulation. Wenn ich Kim Schmitz bin und mir die zig Millionen Filme alle dahinstellen kann, und nur noch die technische Infrastruktur bezahlen muss, dann kann ich natürlich einen Premium-Account für 10 Euro verschleudern. Der hat ja keinen Film hergestellt. Ist auch ein Gewinneller. Aber Netflix ist ein ganz gutes Thema. Netflix ist ein gutes Thema. Wir müssen ja die 5 Millionen zurückverdienen, die der Film kostet. Schauen wir jetzt genau auf Netflix, auf Hulu. Die haben Lizenzen, die bezahlen auch die technische Infrastruktur. Ja. Es gibt in den USA Netflix. Ich würde das super gerne bestellen, aber ich muss durch ganz schön viele Reifen springen.
Wie, ist das zu teuer? Oder? Nein, das gibt es in Deutschland nicht. Das ist dasselbe wie YouTube und GEMA. Überall auf der Welt hat man sich geeinigt. Weil irgendjemand sie daran hindert. Doch, hat das was mit dem Urheberrecht. Sondern weil sie selber noch nicht so weit sind. Aber hier sieht man mal, wie spannend das ist. Netflix gibt es in den USA. Ein Riesending in den USA. Entwickelt sich das zuerst in den USA. Und iTunes gab es auch zuerst in den USA. Es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis sie in Deutschland waren. Man sieht, dass es durchaus eine Bereitschaft gibt. Was macht ihr denn? Bitte? Konstantin, was macht Konstantin und Kollegen? Wäre das nicht eine Chance, wäre das nicht ein Markt, den müssen man generieren Amerikaner kann? Müssen die Amerikaner erst alles machen? Das muss man erst mal aufbauen. Auch das ist, wenn es so einfach wäre. Ich sag nicht, dass es einfach ist. Naja, es ist also in Deutschland geplant, glaube ich, ja für Ende des Jahres das Germany's Gold. Es ist aber ja zum Beispiel so, ich meine, man muss ja schon mal die Gesetze beachten, so geht es ja schon mal los. RTL und ProSieben haben versucht, ihre Werke ins Internet zu stellen, kostenpflichtig. Ja, vielleicht das sind öffentlich-rechtlich ein bisschen vorgegangen. Haben versucht, so einen Service anzubieten. Kartellrecht ist gekommen und hat es zerschlagen. Hat aber genau das ist ja das Problem. Das heißt, die Filmfirmen könnten sich gar nicht zusammenschließen und das anbieten, weil das Kartellrecht das sagen würde. Das ist das Problem. Da muss eine dritte Firma kommen, wie Netflix oder wie iTunes. Trotzdem, es wird so viel Lobbyarbeit betrieben, die da geschlafen hat. Es ist schwierig. Ja, es ist schwierig. Es dauert. Es wird von der Kreativbranche in all ihren Formen wird so viel Lobbyarbeit betrieben, um ACTA durchzubringen, um SOPA durchzubringen und so weiter und so fort. Diese Lobbyarbeit könnte genauso darauf angewandt werden, dass diese Gesetze, die in Deutschland tatsächlich versteift sind, und die Gesetze in Deutschland spielen mit einer Rolle, dass Deutschland mittlerweile im digitalen Hinterland ist. Dass wir als Einzige kein YouTube anschauen können. Lobbyarbeit in den Kreativbranchen, das ist absolut amateur, gleich null, ist winzig, gleich null. Ja. Fast nicht existent. Wer Lobbyarbeit betreibt, das sind Google und Apple. Die haben 30 Leute, die hauptberuflich da sitzen in Berlin und die nichts anderes zu tun haben, Top-Anwälte darunter. Die haben ein Milliardenbudget dafür, weil die, das Google finanziert sich ja auch, also über YouTube, über den Inhalt, den sie nicht bezahlen müssen. Die haben genug Spielgeld. Was die Kreativbranchen da veranstalten, die Musikbranche war sowieso nicht existent im Lobbying, deswegen ist sie ja den Bach runtergegangen und das haben auch alle eiskalt zugesehen, wie sie den Bach runtergeht. Das definitiv. Hat man gar nicht bemerkt, weil man sich da gar keine Stimme erhoben hat. Und auch das Lobbying im Filmbereich, es steckt so in den Kinderschuhen, es ist so winzig gegenüber Google und den wirklichen großen Playern, die Macht haben. Ich meine, ich sitze hier, gut, mir macht das auch Spaß, aber ich sitze hier in meiner Freizeit abends und diskutiere mit euch. Ja, da gibt es keine Lobbyarbeit darüber hinaus. Die Branche ist auch zu klein und dafür nicht richtig aufgestellt. Wir haben keine Milliardenfonds, aus denen wir schöpfen können. Aber Gero, meinst also du nicht, dass letzten Endes langfristig die Menschen, die jetzt 20 Jahre alt sind, dass die letzten Endes nicht mehr wirklich bezahlen wollen für sowas, dass diese Freiheit des Netzes sich sowieso durchsetzen wird. Ja, das wollen sie auch. Tun sie auch, weil wenn du 8 Stunden am Tag gearbeitet hast, willst du dich nicht mehr durchs Netz quälen und auf der Suche. Nein, die arbeiten nicht mehr so, die 8 Stunden. Das wird sowieso ein auslaufendes Arbeitsmodell. Also ich bin dabei, Christa. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Bereitschaft durchaus da ist, mehr zu zahlen. Ich glaube, die jungen Leute sehen das in der großen Mehrzahl sehr pragmatisch und sagen, wenn ich nicht bezahlen muss, wieso sollte ich denn? Ich bekomme alles umsonst. Die haben ein anderes Gefühl dafür, weißt du das? Die müssen sich aber gar nicht durchs Netz quälen, um ihr Zeug runterzuladen. Weil es gibt Kaufhäuser, Mega Upload oder Kino.to, das sind Kaufhäuser. Das sind Seiten, die organisiert sind wie iTunes oder wie Amazon. Filesharing, das ist unbequem. Da muss ich ja wissen, was ich will. Da muss ich das eintippen und dann muss ich da warten und dann wächst der Balken und so weiter. Das ist unbequem. Filesharing ist auch deswegen auf dem Rückzug, weil es einfach natürlich sozusagen schlechter ist und es wird abgemahnt. Aber hier ist ja ein Unrechtsbewusstsein da. Es ist ja ein Unrechtsbewusstsein da. Aber und das muss auch Seiten, durchgesetzt so werden von Leuten sind, wie euch. Wo man alles abgreifen kann mit 2 Klicks. Da wird es kein Gegenmittel geben. Das wird aber in trotzdem 5 Jahren, 10 Jahren, das wird verheerende Folgen genau für die gesamte Kreativbranche haben. Die als Kaufhäuser organisiert sind. Da wird ja auch, da wird ein normaler Account angeboten, das Thema hatten wir schon, wo du eine künstliche Brandbalkenbegrenzung hast und dann jede 5 Sekunden Pop-Up-Fenster mit Werbung wegklicken musst, wobei über diese Werbung auch Geld einfließt und dann gibt es einen Premium-Account, damit du das eben problemlos machen kannst. Und wenn, also da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, das
die Industrie, auch die Filmindustrie und auch die Musikindustrie, die das seinerzeit vor 15 Jahren mit Napster total verschlafen hat und damit einen Großteil der Probleme auch für die anderen Branchen erst ins Leben gerufen hat. Weil als die sich entschieden haben, als Napster kam, anstatt mit denen zu kooperieren, Napster war auch dazu bereit, mit denen zu kooperieren, Lizenzverträge zu schließen und eben Hand in Hand in dieses Zeitalter der Internetvermarktung einzutreten, haben sie stattdessen Napster geschlossen und dann angefangen, die ganzen Leute zu jagen. Und damit haben die sich eine Generation herangezogen, die von Anfang an wusste, okay, alles, was ich im Internet mache, da labert irgendwer, dass es illegal ist, aber das ist halt der einzige Weg. Und die Musikindustrie versucht ja jetzt mit iTunes, mit den Streamingdiensten, da auch ein bisschen wieder aufzuholen. Ja, und dasselbe bei der Filmindustrie ist jetzt noch nicht so schwer getroffen, dass sie eben auch diese Möglichkeit nutzen sollte, da aufzuholen und nicht gegen das File-Sharing zu schießen, weil du siehst es ja ein, dass File-Sharing mittlerweile nicht mehr das große Problem ist. Aber in der öffentlichen Debatte ist es immer noch dieser Kampf gegen die bösen File-Sharer, der da im Zentrum steht. Ja, wir diskutieren ja hier schon Geschäftsmodelle. Ja, was ist es denn? Das richtige Problem sind die Kaufhäuser, wo man alles runterladen kann, umsonst. Die sind geschäftsmäßig von, kannst du ja, das ist ja sagen, du meinst jetzt Amazon zum Beispiel? Nein, da fließt ja Geld. Amazon ist ja etwas Legales. Da fließt ja es gibt Geld aber auch illegale Amazons, die aber nicht physisch liefern, sondern wo man es runterladen kann. Du kannst jedes Buch, jede Musik, jeden Film, jede Software, jede Zeitschrift, jede Zeitung, jede große Tageszeitung ab morgens 5.15 Uhr aber wie bei jeder organisierten Kriminalität, wo große Geldsummen fließen, kann man die schon verfolgen, wenn man will. Ja. Das ist kein Problem, das wird auch gemacht. Man kriegt sie aber nicht. Wie steht die Piratenpartei dazu? Ich meine, es ist wie Schwarzfahren. Man muss halt ab und zu Drohkulissen aufbauen, so schade es ist. Man muss ab und zu mal einen raus suchen und so ähnliches. Ja, aber Schwarzfahren verdient ja keiner Geld. Also kann es nicht dasselbe sein. Aber wir sind nicht Freunde von diesen Leuten. Wenn es File-Sharing gäbe und sich keiner Sorgen machen müsste, gäbe es diese Leute auch nicht. Man würde dann nicht diese Angebote annehmen. Aber das Problem ist, man kriegt sie nicht. Mit normaler Strafverfolgung kriegt man sie deswegen nicht. Hat man Kino Theo gekriegt, hat 3 Jahre gedauert, ist nur durch eine Verkettung glücklicher Umstände gelungen. Das darf auch nicht durch einen Insider. Aber es sind schon 10 neue da am nächsten Tag. Das muss im Kanon. Das ist zu einfach. Das muss im Kanon erfolgen. Das ist die risikoloseste Spielart organisierter Kriminalität, die es gegenwärtig weltweit gibt. Also zum Beispiel bei den Verlagen, jetzt um mal ein bisschen wegzukommen von dem immer zu Film und File-Sharing, die Verlage haben ja auch, da gibt es ja auch schon unterschiedliche Modelle, nicht mit E-Books und Kindle und so weiter. Und trotz sicher ist das, müssen die Verlage sich umstellen. Ne? Das ist eine Riesenveränderung und einige gehen pleite, das ist aber klar. Aber das Problem ist ja eben, dass die E-Books, dass die auch piratisiert werden, dass ich die dann ganz kurze Zeit später auch illegal umsonst runterladen kann. Warum soll ich denn dann ein E-Book für 9,90 Euro kaufen, legal. Weil es bequemer ist? Wenn es dasselbe. Nein, es ist nicht bequemer. Es ist ja ganz einfach. Es sollte bequemer sein. Es sollte bequemer sein. Und ja, es sollte nicht buchpreisbindungsmäßig für Buchpreise. Nein, das ist ja darum, dass es überhaupt E-Books gibt. Die Frage ist ja jetzt, warum sollte ich das E-Book legal kaufen für 99 und nicht illegal in einem illegalen Kaufhaus herunterladen für 0 Euro? Es ist gleich gut. Natürlich ist es gleich gut. Es ist sogar so, dass die Illegalen immer im Vorteil sein werden, weil sie sich nicht an Gesetze halten müssen. Zum Beispiel an Jugendschutzgesetze, um beim Film zu bleiben. Ja, die Jugendlichen sagen natürlich, ja, ihr seid ja blöd, ihr bietet den Film ja nur im Internet nur ab 16 an. Ja, da würde ich mir schon wir wollen schon natürlich die richtige harte Version sehen. Ja, natürlich. Die gibt es natürlich in illegalen Kaufhäusern. Das werden wir mit dem Urheberrecht lösen können. Das ist ein Problem des Jugendschutzes. Das werden wir mit dem Urheberrecht nicht lösen können. Aber die Frage ist jetzt, und das ist wirklich die Frage, seid ihr bereit, dagegen irgendwas zu unternehmen? Wogegen genau? Gegen diese Kaufhäuser, die jeglichen illegalen Content illegal anbieten. Die sind auch illegal, die sollen auch illegal bleiben. Die sollen auch von mir aus verfolgt werden. Die wollt ihr nicht legalisieren. Was wir aber das Problem ist, die Politik, und da seid ihr mit allen etablierten Parteien im Boot, sie wollen auch nichts dagegen unternehmen. Sie halten Sonntagsreden, ja, der Urheber, und das ist alles ganz schrecklich. Es gibt gewisse rechtsstaatliche Regeln, die eingehalten werden müssen, und wenn die Strafverfolgung verzögern, dann ist das so. Wir geben nicht unsere Grundrechte dafür auf. Fertig. Nee, also, und dazu muss man im Kanon eben auf andere Modelle umschreiben, wenn wir bei den E-Books bleiben. Natürlich, das eine ist nur das Produkt, das E-Book, aber es gibt noch mehr Zusatzdienstleistungen, beispielsweise. Ist es ein Grundrecht, illegal runterladen zu können? Es ist kein Grundrecht, illegal runterladen zu können. Es ist ein Grundrecht, zum Beispiel einen fairen Prozess zu bekommen und nicht einfach auf den Finger zeigen, du bist ein Illegaler, ich schalte dich ab.
Das kann nicht sein. Das will ja auch niemand. Okay, aber wie sollen wir es dann schneller machen? Ja, darüber müssen wir jetzt diskutieren. Nein, wir müssen erstmal darüber reden, ob die Branche nicht selbst sich da helfen kann. Nicht der Staat muss immer um Hilfe gebeten werden, wenn man sich selbst helfen kann. Aber es geht ja um Gesetze. Richtig. Es geht ja um Gesetze. Die nicht eingehalten werden. Ich dachte, wir sprechen allgemein um dieses Thema. Also, naja, aber Moment, wenn du jetzt sagst, sagen wir mal, Schokoriegel klauen im Kaufhaus. Wir klauen aber nicht, wir kopieren. Lass doch das klauen. Naja gut, aber... Ich nehme mir einen Schokoriegel und der bleibt noch da. Es geht, es ist klauen. Na gut, wenn ich ins Kino gehe und mich da reinschleiche oder ins Konzert reinschleiche, dann ist auch umgangssprachlich klauen, okay? Na, aber es gibt da große Unterschiede. Naja gut, aber ich erschleiche doch mir doch eine Leistung. Ihr fokussiert euch auf den Nutzer, der quasi klaut. Und da sind wir uns prinzipiell uneinig, weil nach unserer Auffassung ist ein Nutzer, der privat sich irgendwo irgendwas runterlädt oder hochlädt, auf jeden Fall nicht der Schuldige. Das heißt, auch wenn man jetzt dieses das Mega-Upload oder das Kino-TO anschaut, was immer versucht wird, auch zum Teil mit den Abmahnungen, man versucht, den Nutzer zu krallen, und das führt dann unweigerlich dazu, dass man die Struktur des freien Internets und dieses freien Informationsflusses im Internet untergräbt und letztendlich auch die Privatsphäre des Nutzers aushebelt. Was wir sagen ist, der Nutzer, solange er nicht im kommerziellen Bereich handelt, der von dem auf jeden Fall Finger weg. Die Leute, die diese Angebote betreiben, die Macher von Kino.to, der Kim Schmitz und wie sie alle heißen, die sind kriminell, nicht weil sie etwas klauen, sondern weil sie eben im geschäftlichen Umfang urheberrechtlich geschützte Werke ohne Einverständnis des Urhebers anbieten. Und die müssen entsprechend verfolgt werden. Und da gilt genauso wie bei jeder anderen Art von Internetkriminalität, von organisierter Internetkriminalität, weil Kino.to betreibst du nicht aus deinem Wohnzimmer, sondern das ist ein ziemlich groß angelegtes Projekt. Da musst du irgendwo das Geld bekommen, da musst du irgendwo das Geld waschen. Das unterscheidet sich im Großen und Ganzen nicht besonders viel von allen anderen möglichen Verbrechen, die man auch im Internet betreiben kann und die auch über das Internet teilweise erleichtert werden. Und da brauchen wir nicht über das Urheberrecht zu diskutieren. Die urheberrechtliche Frage ist, okay, die Nutzer lassen wir in Ruhe, die Macher sind schuldig. So, was genau sie schuldig sind, das können wir dann ausdiskutieren. Aber auf jeden Fall, die sind schuldig, die müssen verfolgt werden. Und da sind wir jetzt vom Thema Urheberrecht komplett weg, sondern die müssen verfolgt werden. Das finde ich auch sehr plausibel. Genauso wie jeder andere, der das Internet nutzt. Ich kann ja nicht sagen, na, ich krieg die nicht. Also ich meine, man kriegt sie nicht. Das ist so einfach und es ist so gut abzuschotten, man kriegt es nicht. Nein, es geht das auch. Es geht. Man kriegt es nur mit einem irrsinnigen Aufwand. Ja, aber ist das Problem des Urheberrechts? Nein, aber es ist... Nein, das Sache der Politik. So, jetzt rede ich mal. Aber... Ich kann mal Holger reden. Es ist unglaublich. Es ist natürlich auch Sache der Politik, klar. Und ich finde das jetzt schon mal einen ganz guten Ansatzpunkt, wenn es nicht heißt, dass es, wir sind hier im Utopieland auf der Pony Ranch, wo es keine geistigen Eigentums... Punkte mehr gibt, keine Positionen mehr gibt. Das ist eine sehr vernünftige Geschichte. Und es ist relativ leicht, das natürlich für alle Provider, diese Seiten letztendlich zu blockieren. Aber es muss halt mehr Druck aus der Politik kommen. Und Netflix ist ein wunderbares Beispiel in den USA. Es funktioniert, dass auch Internetinhalte bezahlt werden. Ich sage mal, diese kleine Firma mit dem Apfel drauf ist jetzt auch nicht ganz unerfolgreich, immer eine erfolgreichste Marke der Welt. Gut, iTunes, vielleicht nicht dank iTunes, aber iTunes funktioniert. Ja. Was vor 5-6 Jahren niemand gedacht hätte, dass tatsächlich im Internet auch noch mit Musik Geld gemacht werden kann, wenn man es richtig macht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man es richtig macht. Druck der Politik. Und ist das Aufgabe der Politik herauszufinden, wie man Geld macht? Sind Geschäftsmodelle, die wir hier auch praktisch diskutiert haben? Aufgabe der Politik ist natürlich, Eigentum zu schützen. Eigentum verpflichtet einerseits. Das ist eine etwas tendenziöse Druck auf Frage. Die Provider. Ja, Druck auf die Provider zu machen. Das ist die Aufgabe der Politik. Ja, die ist, und dann heißt es aber sofort wieder, es ist ein Eingriff in die Informationsfreiheit und ich möchte mein Kino.to runterladen. Nein, es ist nicht Aufgabe der Politik, Geschäftsmodelle für die gebeutelten Kreativbranche. Von dem reden wir auch gar nicht. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass man die Kreativbranchen davor schützt, dass das Zeug geklaut oder eben umsonst heruntergeladen wird. Weil jedes legale, denkbare Geschäftsmodell ist im Nachteil. Der Spiegel, um wieder mit anzufangen. Wenn ich den für 4 Euro legal herunterladen kann und ich kann ihn zum selben Zeitpunkt, in derselben Qualität
mit demselben Aufwand auch illegal herunterladen. Was soll denn der Spiegel da machen? Was für Geschäftsmodelle soll er sich denn ausdenken? Soll er Lesereisen veranstalten oder Kochkurse anbieten? Ja, gar nicht so blöd. Was soll er denn machen? iTunes setzt nicht wenig Geld um, obwohl man nach deiner Logik... Kurz beim Spiegel. Ich bin der Spiegel. Beantwortet mir doch mal die Frage, was soll ich denn machen? Ich kriege immer gesagt, ich bin zu blöd, legale Geschäftsmodelle, legale Alternativen zu bieten. Aber es gibt anscheinend Modelle, die anders funktionieren. Wie schafft es Apple mit iTunes, Millionen von Menschen auf die Plattform zu bringen, dass die teilweise auch ziemlich überteuerte Preise für die Downloads über iTunes zahlen, obwohl sie nach deiner Logik genauso mit zwei Mausklicks auf ein illegales Angebot kostenlos oder für ein geringeres Geld. Das ist ja auch ein Riesenproblem, auch für iTunes. iTunes für sich funktioniert, weil es gut gemacht ist. Es gibt unglaublich viele Kreative. Aber es gleicht nicht annähernd die Verluste aus. Das ist ja das Thema. Natürlich gibt es immer noch Leute, die aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht das illegale Modell. Es gibt auch Leute, die den Spiegel legal kaufen. Vielleicht, weil sie noch nicht wissen, dass es das auch illegal gibt. Die meisten Leute wissen es noch nicht. Das verbreitet sich erst schleichend. Aber wenn wir jetzt die nächsten 5 oder 10 Jahre nichts dagegen tun, das wird Kreise ziehen. Es gibt auch Leute, die hier die Bildzeitung aus dem Kasten rausklauen. Man muss auch keine. Und es wird von der Bildzeitung absolut honoriert. Ja? Es ist wunderbar, wenn die mehr Leser bekommen. Wäre auch ein Standpunkt. Vielleicht ist man muss da auch keine hohen Hürden aufstellen, aber man muss irgendwas tun, weil sonst wird es sich verbreiten. Sonst ist derjenige, der den Spiegel noch legal runterlädt, irgendwann bin ich der Dumme. Gero, was schlägst du vor? Ich schlage konkret zwei Dinge vor. Es gibt zwei Ansätze. Man kann bei den Providern ansetzen und man kann die zwingen, wie das in England, Österreich, Spanien und anderen Ländern gemacht wird, dass sie den Zugang zu solchen kriminellen Seiten, die ihr auch kriminell findet, blockieren. Sie erschweren dann den Zugang nur. Das ist mir auch klar, dass man dann als gewiefter Mensch, der sich auskennt, trotzdem noch irgendwie draufkommt. Aber die große Masse tut es nicht. Die große Masse tut es nicht. Und das ist immerhin etwas, das ist kein perfektes Mittel, aber es ist etwas, was man tun könnte. Ist das unbedingt tun müsste. Es schiebt, ich finde nicht, denn selbst wenn man es täte, mit all den Problemen, die es mit sich brächte, würden wir damit alles nur ein bisschen weiterschieben. Klar, du machst das jetzt ein bisschen schwierig, dann dauert es ein bisschen, bis die Branche, diese kriminelle Branche aufholt und dann verteilt sie an die Nutzer wieder ein Stück Software, dass das wieder in den Griff kriegt. Routet um die Blockaden herum, die du aufgebaut hast. Und dann kommst du wieder zu mir und sagst, mach das noch schwerer. Und dann machst du das wieder. Und ich muss das so lange machen, bis das Netz nicht mehr frei ist. Und deswegen kann ich diesem Wunsch leider nicht stattgeben. Nein, es wird ein gewisser technischer Wettlauf sein. Das erinnert mich ein bisschen an DRM. Wettrüsten. Aber das ist schon richtig. Aber das Ende dieses Wettrüstens... Wieso steht am Ende dieses Wettrüstens die Unfreiheit? Oder das unfreie Netz? Weil du immer mehr Einschränkungen einführen musst, um immer mehr Kontrolle auszuüben. Aber ich will ja nur diese Seite sperren, die nachgewiesenermaßen kriminell ist. Ich rücke immer weiter rum. In Russland wurde vorgestern auch unter denselben Vorwänden, da war, glaube ich, der Jugendschutz das Hauptthema, auch ein globales Filter- und Zensursystem etabliert. Da ging man eben diesen nächsten Schritt weiter, der unweigerlich kommt, wenn man über die normalen Sperren lernt, um umzugehen. Da kam dann das Deep Packet Inspection und wenn das sich wirklich so durchsetzt, bedeutet das eigentlich alles, was ich über das Netz jemals verschicke, alle Kontakte, die ich auf irgendeine Weise über das Netz habe, dass das alles durchleuchtet wird und da kann man dann von Privatsphäre schon nicht mehr reden und ich merke, dass auch im Westen diese Maßnahmen der russischen Regierung nicht besonders auf Gegenliebe stoßen, obwohl diese Entwürfe, Netzsperren und das, was Hadopi in Frankreich und so weiter in genau dieselbe Kerbe schlagen. Ja, bloß wenn es Russland macht, dann erinnert man sich plötzlich daran, dass man ja eigentlich irgendwie Menschenrechte und Rechtsstaat hat. Aber wenn man das hierzulande in genau dieselbe Richtung stößt, da finden es plötzlich alle ganz toll. Ja? Moment, es geht doch darum, den Zugang zu einer kriminellen Seite zu sperren. Es geht doch nicht um die Packet Inspection, um Kontrolle. Es geht doch um ein ganz bestimmtes, ganz klar definiertes Ziel. Etwa ein Ziel, das wir beide gemeinsam, was wir alle gemeinsam... Glaubst du, diese Angebote bleiben dann genau definierte Seiten? Glaubst du, die schlafen? Ach so, du meinst dann, das ist dann Zensur und dann kann man das auch auf politisch unliebsame Seiten erweitern? Also erstens, Infrastruktur, die eingerichtet ist, wird benutzt. Das heißt, sobald es da ist, wird man es auch für andere. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Law-and-Order-Politiker kommt und mir sagt... Das ist aber ungefähr so, wie wenn du sagen würdest, wir haben ja Gefängnisse,
In China werden die falschen Leute aus den falschen Gründen ins Gefängnis geworfen. Das stimmt absolut. Das stimmt absolut. Eigentlich dürfte man keine Gefängnisse haben, weil wenn man überhaupt Gefängnisse baut, dann setzt man damit die Gefahr, dass die falschen Leute reingeschmissen werden. Genau. Das ist schon richtig. Aber richtig. Dass die Gefahr das da Problem ist. Ist das der Fall, ist den bezahlen. Also wenn wir einen totalitären Staat hätten, dann würde der sicherlich Zensurmaßnahmen im Internet ergreifen, die ich auf keinen Fall wollen würde. Das würde aber sowieso tun. Das spricht nicht dagegen, dass ich heute eine kriminelle Seite sperre. Das gehört sicher dazu, aber es geht um neue Verwertungsketten. Es geht einfach. Bitte schön, mal YouTube, wo ich mich ständig drüber ärgere, dass ich dann plötzlich irgendwie einen Link kriege von jemandem aus Amerika und dann kann ich dieses Video nicht angucken, weil die scheiß deutsche GEMA das gesperrt hat. So, da kommen wir jetzt dazu. Das ist doch auch eine Art von Bevormundung, sondern gleichzeitig. Zeigt es, dass diese Umgehungsmaßnahmen, ist nämlich ganz einfach zu umgehen, dass das die meisten Menschen nicht machen und dass es sozusagen eine gewisse Wirkung hat. Und dass dieses, was du gerade gesagt hast, dass die Leute sowieso immer aufrüsten und dann diese Umgehung wählen, das eben nicht stimmt, weil sie regt sich drüber auf, statt diese Umgehung die 30 Sekunden zu... Erfahrung. Ja, weil das außerdem ist das nur... Nicht internetintelligent, aber du bist die jungen Leute, die machen da die... Ja. Und zweitens, lass nicht was einfallen, du hast eben sehr schön scheiß GEMA gesagt. Ja, ich meine, das sind halt die Künstler. Und es geht halt darum, dass YouTube das nicht bezahlen möchte. Gero, das ist aber genau der Effekt, den du bekommst. Das darf ich aber auch noch kurz zwei Sätze dazu sagen, ja? Es geht genau darum, dass YouTube diese Inhalte, das sind eben keine User-Generated Content, sondern das sind geschützte Werke, die jemand bezahlt hat, dass es die kostenlos nutzen möchte. Und die GEMA bietet es ja an. Aber das kann doch nicht sein. Die GEMA bietet es an. Kennst du den GEMA-Tarif? Nee. Dann sage ich ihn dir. 0,06 Cent pro Klick verlangt die GEMA. Und die GEMA wäre sicherlich bereit, in Verhandlungen auf 0,03 Cent zu gehen. Das heißt, wenn das Musikvideo 100.000 Mal angeklickt würde, dann würde die GEMA dafür 300 Euro kriegen. 100.000 Mal. Reicht, wochenlang Platz 1 zu sein inzwischen, weil die Anforderungen dafür so weit gesunken sind, weil die Musikindustrie ja zusammengebrochen ist. Das ist YouTube nicht bereit zu zahlen. Das ist der Punkt. Leider haben wir jetzt keinen von der GEMA hier, der sich ein milliardenschweres Unternehmen zu äußern könnte. Oder GEMA ist, ich bin GEMA-Mitglied. Ich kann da ganz gerne. Und warum wird es das Geld nicht bezahlen? Weil es genug Leute gibt wie dich, die sagen, das ist ja die Schuld der scheiß GEMA. Das ist ja nicht YouTube, was diese 0,03 Cent nicht bezahlen will, sondern die sind sauer auf die GEMA. Die GEMA hat ja ganz andere Verwertungsmöglichkeiten. Haben sie in diesem Tauziehen um diesen Tarif natürlich gute Karten. Die nutzen... Ist in Deutschland einer der sehr wenigen Staaten auf der Welt, wo sich die Verwertungsgesellschaft mit YouTube nicht einigen könnte. Dann schau dir mal die Deals in den anderen Ländern ab. Das sind weniger als 0,03 Cent. Ja, weil YouTube, du bist Musiker. YouTube möchtest du pro Klick weniger als 0,03 Cent an die GEMA? YouTube rechnet damit, die finanzieren sich auch nicht aus einem Goldregen, sondern die finanzieren sich von Werbung. Für die muss es sich rechnen. Und Werbeklicks sind nun mal nicht so teuer, dass du pro Klick einen Euro verlangen kannst. Ja? Die GEMA stellt eine Forderung auf, die in keinem anderen Land keine Verwertungsgesellschaft aufrechterhalten hat. Und ja, natürlich kommt man dann nicht auf den Weg. Jetzt würde ich gerne den Holger dazu. Sehr gerne. Eine Sekunde. Sehr gerne. Ich habe schon. Das ist das Rührende. Die Karten sind die sozusagen so in diesem Ruf der Alt-68er und wie lange haben wir muss ich da wir haben noch zwei Minuten. Wir haben noch zwei Zeit. Da möchte ich ganz gerne auf. In Wirklichkeit. So, jetzt rede ich. So, ich möchte es sehr gerne. Danke. Gero, du hast so lange geredet und es war wunderschön und mir dröhnt hier unglaublich das Ohr, muss ich sagen, auf der Seite. Es geht wirklich um eine Mischung, glaube ich. Einerseits Seitensperren, muss ich auch sagen, da bin ich ganz bei dir, dass man einfach kriminelle Seiten sperrt. Mir kann es ja auch niemand verbieten, dass ich meine Wohnungstür zusperre, letztendlich. Ja. Aber es geht in erster Linie um kreative Wertschöpfung. Und ich glaube, das Wichtigste, die GEMA, das ist ein Thema, ich würde da ganz gern weitermachen, auch als GEMA-Mitglied gerade, der zu viele Möglichkeiten einnahmen, dass sie mit Sicherheit mehr zahlen kann. Aber es geht darum, einfach andere neue Wertschöpfungsmöglichkeiten zu finden. Und die gibt's. Und die gibt's absolut. Ja. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Es gibt eine Lana Del Rey, die ein lustiges, auch ein bisschen komisch klingendes Video irgendwie reinstellt und jetzt mittlerweile 500.000 Dollar bekommt mit H&M-Werbung. Wahrscheinlich muss man wirklich diese Formen finden. Ja? Und es gibt Mischfinanzierung. Ich sage mal, die Kinobranche ist ja sowieso wenig betroffen. Ja? Was es an Filmförderungsfonds gibt, das ist ja unglaublich.
rauf und runter. Und die werden auch bedient, durchaus. Ich möchte mal die Kirche im Dorf lassen. In der Hinsicht, die Konstantin nehme ich damit natürlich aus, ihr seid schon sehr stark am Markt. Aber es gibt immer unglaublich viele Mischfinanzierungsformen und man muss halt schauen, dass man rausgeht. Ich bin Auftragskomponist. Wenn ich von der GEMA leben würde, es gibt eine schöne Geschichte, woher hast du die Schuhe her? Ja, von der GEMA-Ausschüttung. Ah, und der Rest, ja, den hat mir meine Mama gegeben. VG-Wort ist genau das Gleiche. Man muss natürlich auch mal bei diesen ganzen, ich sage mal, relativ in sich korrupten Gesellschaften, ja, wie, ich sage also einfach mal GEMA, ansetzen, ja, die unglaublich viel für die Eigenverwaltung und verplempern. Ja, da wäre ein bisschen Geld für YouTube da. Aber es gibt ganz viele andere Vermarktungsmöglichkeiten, wo du einfach wieder schauen musst, dass du mit der Wertschöpfung aus dem Internet rausgehen kannst. Ja? Also, wir halten fest. Es gibt Überschneidungen. Wir können uns irgendwo ein bisschen annähern. Es gibt noch Momente, wo wir uns nicht verstehen. Das ist aber auch gut so. Ich danke allen, die heute hier daran teilgenommen haben. Es war eine interessante Diskussion. Es war eine lebhafte, emotionale Diskussion. So soll das auch sein. Wir werden diese Sendung weiterführen. Das nächste Mal, das Thema, werdet ihr noch erfahren. Und bis dahin, vielen Dank. Ich bin ganz toll von dir. Ich bin ganz toll von dir.